Welche Veröffentlichungen wurden eigentlich von meinem Doktorvater oder meiner Doktormutter geschrieben? Wie bauen meine KollegInnen ihre Artikel auf und welche Paper werden von denen zitiert? Auch solche Fragen kann man mit der Web of Science-Suche beantworten. Dafür wählen Sie einfach das Suchfeld Author aus. Die Auswahl sorgt dafür, dass der Suchbegriff nur im Bereich der Namen in den Veröffentlichungen gesucht wird. Ein Beispiel wird bereits angezeigt. Tragen Sie zunächst den Nachnamen und dann den Vornamen mit einem Truncierungsstern ein. So werden alle Schreibweisen des Vornamens gesucht, mit Punkt, ohne, ausgeschrieben und vielleicht weitere Vornamen. Die Trefferliste beinhaltet nun alle Publikationen, in denen der Nachname und der trunkierte Vorname vorkommen, und Sie sehen, dass die gelben Treffermarkierungen jeweils nur in den Namen auftauchen. Stephen Hawking heißt tatsächlich Stephen William Hawking. Hawking SW ist also auch ein korrekter Treffer. Über den Filter Authors, See All Authors, können wir den falschen mit einem Klick ausschließen. Über Citation Report werden die Publikationen der Trefferliste nach Zitationen ausgewertet. Hier finden Sie zum Beispiel den H-Index der AutorInnen. Durch einen Klick auf den Namen bekommen Sie weitere Informationen zu der Person. Die Auswahl des Feldes können Sie auch auf andere Suchanfragen übertragen, beispielsweise die Suche nach Publikationen aus einer Einrichtung über Affiliation.